dieser kleine Strand da, hat mein Großgroßvater und Mutter gehört. Und dann haben sie es verkauft. Und wir sind immer noch als Familie sehr verbunden mit diesem Stückchen Meer. Also jetzt, als ich habe Isolde gesungen, denke ich mir, das hat eine Beziehung zu dieses Stückes. Aber früher war ich immer als Kind, ich wollte nur da gehen, weil ich mag nicht so viel Lärm und viele Leute rund mir. Und als Kind schon, von Anfang, war ich auch ein sehr komischer Typ, das möchte sehr oft allein sein. Und dann habe ich immer da gegangen und da kann man wunderschön denken und ruhig sein. Margaret Price war von klein auf eng mit der Natur verbunden. Nicht nur mit der Landschaft in ihrer Heimat im englischen Wales. Und so kunstreich, im richtigen Sinne kunstfertig ihr Singen ist, so natürlich wirkt es auf den Hörer. Margaret Price ist als Mozart-Sängerin ebenso berühmt wie mit italienischem Bel Canto weltweit ein Begriff. Mit ausdrucksvollem Liedgesang erweist sie sich als eine herausragende musikalische Persönlichkeit. Musikalisch waren sie schon, die ganze Familie sind musikalisch und liebt Musik. Aber als professionelle Sache, ich bin der erste Person von der ganzen Familie, das dreht auf die Bühne. Mein Vater war ein Schullehrer und wollte Klavier spielen. Er hat einen Flügel gekauft, als er in der Universität war. Und wollte ein Gesangsbegleiter sein. Meine Mutter war Hebamme. Dann hat sie meinen Vater kennengelernt
Und waren sie dann verheiratet und nach Blackwood gezogen. Und dann kam ich auf der Welt und sie hat für ein paar Jahre ihren Beruf abgegeben. Aber dann, als John geboren war, mein Bruder, ist sie zurück zu dem Beruf gegangen. Und dann war sie Krankenschwester in einem Krankenhaus. Meine Mutter und Vater wollten, dass ich werde Klavier spielen. Und so habe ich Lektionen bekommen, aber ich hat's nicht gemocht und wollte nicht üben. Und dann habe ich gefragt, ob ich dürfe singen statt Klavier studieren. Also hier war meine Schule, meine erste Schule, als ich 5, 6 Jahre alt, ich kann nicht erinnern, 6, ich glaube. Und in diese Ecke hier habe ich mein erstes Lied gesungen, seinem walisischen. Ma visi magir baban, ma visi den siglor creed, ma visi huyan huyan, nakan huyan huy no heed, bin crio bore heddiw, a hanner an ostandrid, ma visi coshim cysgi, ma visi dein gofod a gyd, ma visi'n collim cysgu, mae'r gofal i gyd arna byd. Ich habe in der Hochschule eine Musiklehre, also ich war nicht in seine Klasse. Ich habe mehr die Mathematik und Biologie und Chemie studiert und nicht die Musik und Französisch und so weiter. Und er hat mich gehört und hat gesagt, dass ich sollte in seine Klasse sein mit den anderen Musikstudenten. Und warum bin ich nicht da? Und ich habe gesagt, ja, weil ich will kein Musiker sein, ich möchte eine Lehrerin von Biologie. Und er hat gesagt, aber du hast eine sehr schöne Stimme und ich finde, das könnte vielleicht Weltklasse sein und du könntest eine Sängerin, eine professionelle Sängerin sein. Und ich war immer ein bisschen faul und habe gedacht, ja, das ist eine gute Weg. Ich muss nicht studieren und ich muss gar nichts machen, nur singen. Tja, das war der Anfang. Mein Bruder John leider war Zangengeburt und die grauen Zellen war kaputt gemacht und natürlich sie sind irreparabel. Für meine Mutter und Vater, das muss wahnsinnig
streng sein, dass sie haben zwei intelligente Leute, haben sie ein behindertes Kind auf der Welt gebracht. Für mich natürlich, ich war sehr bitter, weil ich habe keine richtige Kindheit bekommen. Sie haben alles ihm gegeben und jedes Mal, dass ich wollte etwas haben, die Antwort war nein. Jetzt natürlich, ich verstehe mehr, als ich habe damals verstanden. Ich bin immer noch ein bisschen bitter, weil meine ganze Leben habe ich allein gemacht und gekämpft für alles und er hat gar nichts. Und er steht da heute, der Arme, und ich stehe hier. Wir sind beide auf einer Seite arm und wir sind auch beide froh. Er ist froh mit seinem Leben, weil ich kann ihm helfen, Gott sei Dank. Er kommt mit mir jedes Jahr für einen Urlaub im Sommer und dann kommt er entweder nach München, wenn ich wohne jetzt in München, da, für 7 Jahre habe ich in Paris gewohnt und dann hat er immer nach Paris gekommen für Weihnachten. Also solange als ich lebe, hat er jemand, das kann über ihn kümmern. Und so er ist wirklich sehr happy. Tja, wenn ich denke, dass ich nur 16 war, als ich kam durch diese Türen. Das ist unglaublich. Mr. Davis hat gesagt zu meinen Eltern, wenn Charles Kennedy Scott sagt zu dem, dass ich könnte wahrscheinlich eine gute Sängerin sein, wenn es kommt von seinem Mund, werden sie das akzeptieren und mich lassen, nach London zu gehen und studieren. Und er hat gesagt, ja. Und so, wir sind nach London gefahren und ich habe für diesen Mann gesungen. Und er hat gesagt, ich möchte, dass sie kommt heute zu mir. Und Vater hat gesagt, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie muss bis 15 mindestens in der Schule bleiben und ihre Sachen fertig machen da. Und er hat gesagt, ja gut, okay, bis Juli ist das, nicht wahr? Also im September muss sie bei mir anfangen. Und er hat alles selber bezahlt, dieser Mann, dass ich könnte 4 Jahre in London studieren.
Und 19 habe ich mit meiner Studierung fertig, war ich dann fertig und habe ich angefangen zum Arbeiten. Also ich habe mit die Ambrosiensingers gesungen und es war sehr lustig und auch ein bisschen schwer, weil man könnte sehr viel Geld damals bekommen, aber man muss dann auch sehr, sehr hart arbeiten. Zum Beispiel eine Probe in Festival Hall oder mit der BBC und dann der andere Seite von London müssen wir fahren mit der Bus in eine Stunde ohne etwas zu essen, dass wir können zum Walthamstow Town Hall kommen und mit Decker eine Aufnahme machen oder in Kingsway Hall mit die Callas zum Beispiel. Ich habe in der Chor habe ich gesungen, als sie hat Anna Bolena gemacht mit Emmy. Und dann habe ich auch mit Sir Adrian Bolt Messias mit John Sutherland war ich auch. Und dann habe ich auch einen Film gemacht mit Carlton Heston und Sophia Loren. Ich war in der Chor, als sie haben El Cid gemacht. Also lustig war es wirklich, aber und gut ist es auch. Es ist eine sehr gute Training, aber man muss wirklich hart sein und sagen, nur so viel Zeit und dann weg. Oder man wird das ganze Leben mit dem bleiben. Und habe ich dann nach 18 Monaten oder so, habe ich gesagt, also jetzt Schluss oder du willst nie weg von dem gehen. Du willst nie ein Solistin sein. Und habe ich gelesen, oder mein Vater hat gelesen in der Zeitung, dass der Walisische Oper sucht junge Leute und habe ich einen Brief geschrieben, zu sagen, dass ich hätte sehr gern für den Singen. Und ich habe das erste Glück in meinem Leben bekommen. Sie wollte ein Cherubino. Und sie macht eine neue Inszenierung, Hochzeit des Figaros. So habe ich meine erste Chance. Ich habe Cherubino für den gesungen und dann der nächsten Jahr Covent Garden wollte ein Cover, genau, für Teresa Berganza, das sang Cherubino da in der neuen Inszenierung mit Scholti. Und ich habe ein großes Glück gehabt, weil sie krank war. Und ich habe gesungen mit Gobbi als Graf und Ligabue als Gräfin, Vreni als Susanna, Sir Geraint Evans als Figaro. Ich habe Margaret Price ersten Mal in Covent Garden eine Neueinstudierung Marriage of Figaro kennengelernt, Notz de Figaro. Sie hat, damals war sie eine Anfängerin, kam vom Wales, wenn so viele gute Sänger kamen, und sie hat mit mir Barbarina gesungen. Das war das erste. Auffallend schön war das. Dann haben wir uns lange oder einige Jahre nicht gesehen, bis es dann Anfang 70er Jahre haben wir eine Neueinstudierung Don Giovanni in Paris gemacht. Und ich fand das einfach ganz wunderbar. Sie ist also in diesen 19 Jahren enorm gewachsen. Sie ist eine der begabtesten Sopranistin, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Es ist nicht nur, weil sie so eine wunderschöne Stimme hat, aber auch, weil sie außerordentlich musikalisch ist. Das ist so wie ein Stückchen Butter, kann man auf dem Brot schmieren. Die ist wundervoll. Also ein Vergnügen. Mit mein Freund Georg Scholti, das war nicht immer so einfach, weil meine erste also ich habe ihn nicht kennengelernt in der Zeit, aber ich habe ein, wie sagt man, Vorsingen auf die Bühne von Covent Garden gemacht. Und natürlich, ich war fast 20 oder was, 19 oder 20 und ich habe keine große Erfahrung. Ich habe gesungen, Konzerten und Liederabende gesungen, aber kein Oper. Und ich wollte, wie ich habe schon gesagt, ich wollte kein Oper singen. Und er war nicht interessiert. Also das tut mir wahnsinnig leid. Er hat gesagt, nein, diese Frau nicht auf meine Bühne. Und Joan Ingpen war seine Assistentin in Covent Garden. Und sie hat gesagt, lass sie eine Chance haben. Nein,
Nein. Und also mit sehr großer Persuasion hat Joan Ingpen ihm gesagt, hör mal, sie kann ein Cover für Berganza sein mit Cherubino. Und er hat gesagt, ja gut, okay, aber solange als sie geht nie auf die Bühne. Sie kann es studieren mit Lockhart, aber sie geht nie auf meine Bühne. Und so war es. Es war in meinen Vertrag geschrieben, ich darf es studieren, aber nie auf die Bühne gehen. Aber für ihn, es war ein Unglück, weil es war Ostermontag und sie konnte niemand finden für diese Vorstellung. Und so, er musste mich nehmen. Also, und von diesem Moment dann vielleicht, also er hat mich vergessen natürlich, aber dann ein bisschen später, er wollte eine neue Inszenierung von Don Giovanni machen. Und er ist ein sehr stolzer Mann, er will nur die Beste haben auf der Welt. Und ich war damals die beste Donna Anna und er musste mich nehmen. Und seit dann sind wir große Freunde. Das war ungefähr 73 oder 74. Wir haben dann Platten miteinander gemacht. Er hat die neue Inszenierung von Otello dirigiert mit mir und die Platte auch. Meine erste Wagen habe ich in Wales gekauft und das war ein Austin 7, ein 1937 Austin 7. Es hat 25 Pfund gekostet und es war gelb. Und dann habe ich ein Bubble Car. Als ich in London als Student war, wollte ich nach Hause jede Wochenende gehen und es hat zu viel Geld gekostet auf der Bahn und so. Ich habe gefragt, ob ich könnte ein kleines Wagen kaufen. Das war diese Messerschmitt. Und das war mein zweiter Wagen. Dann habe ich ein Renault Dauphine, das war auch rot. Ich bin auf rot verrückt. Und dann wollte ich immer ein Porsche haben. Und Jim hat damals gesagt, James Lockhart hat gesagt, ja, wenn du willst ein Porsche fahren, dann musst du richtig lernen. Und so, er hat einen Brief für mich geschrieben zum John Miles. Er war der Chef des Polizeischule in Hendon und hat gefragt, ob er wird mich als Student nehmen, dass ich könnte also richtig lernen. Und habe ich dann zum Brands Hatch gegangen und habe mit Maseratis und Lotus und Porsches gefahren für 2 Wochen. Das war eine schöne 2 Wochen. Und dann habe ich jede Pfennig
zurückgehalten, bis ich konnte mein erster Porsche kaufen. Und bin ich ein Porsche-Freak. Margaret Price begann ihre Bühnenlaufbahn mit Mozart im Jahre 1962 an der Welsh National Opera. Mit dem Dirigenten und Pianisten James Lockhart kam es zu einer engen, grundlegenden Zusammenarbeit. Der große Otto Klemperer nahm viele Mozart-Schallplatten mit ihr auf. Nach 4 Jahren mit Mozart in Covent Garden zu London wirkte Margaret Price entscheidend bei Jean-Pierre Ponnells Mozart-Zyklus der Kölner Oper mit. Von hier aus gelang ihr der internationale Durchbruch. Sie wurde die Mozart-Sängerin schlechthin. Und so kehrt sie nicht nur immer wieder in ihre walisische Heimat, sondern auch zu Mozart, ihrem musikalischen Zuhause, zurück. Auch wenn sie an eine Isolde denkt, die sie zunächst nicht auf der Bühne sang, sondern für die Schallplatte, weil Carlos Kleiber sie zu Wagner überredet hatte. Ich kann nie erinnern, dass wir haben kein Hund und kein Katze. Tessa kommt von Cardigan und Tristan auch, aber von verschiedenen Züchten. Weil ich wollte, dass die beide kommen zusammen und wird Kinder bekommen. Aber leider, der Tristan hat es nicht früh genug gekannt, wie es sollte gehen. Und jetzt ist die Tessa zu alt. Und so, wir sind kinderlos in unserer Familie. Ich habe in den letzten 10, 12 Jahren in 2 sehr großen Städten außer London gelebt. Paris habe ich für 7 Jahre gelebt, in Montmartre. Und das war natürlich wahnsinnig schön. Erstens, weil das ist so eine interessante Gegend. Die Leute malen alle rund. Also es ist schön. Zweitens, wunderbare Geschäfte für Lebensmittel. Aber ich war nicht sehr glücklich da. Es ist komisch, die parisische Leute sind sehr hart, und vielleicht jede große Stadt sind die Leute ziemlich aggressiv. Aber man kann nie in die Nähe von diesen Leuten kommen. Sie lässt euch nicht. Ich kann sagen, dass die 7 Jahre, dass ich da gewohnt habe, ich habe keinen einzigen Freund da kennengelernt. Kein einziger. Es war sehr, sehr einsam als Stadt. Wunderbar zu leben, wunderbar Musik zu machen. Also ich habe ein Publikum in Paris, das ich habe nirgendwo anders. Das ist unglaublich, ungeheuerlich. Aber zu leben für eine Fremde und für einen Engländer sowieso, man kann es vergessen. Ich glaube, dass die Französen hasst die Engländer. Und vielleicht ist es auch, dass die Engländer hasst die Franzosen. Ich weiß nicht. Dann habe ich gedacht, ich war so einsam, dass ich wollte wirklich mit meinen Freunden sein. Und fast alle meine Freunde waren in Deutschland. Und viele in München. Und dann, ich habe gedacht, dass ich würde vielleicht besser leben mit meinen Freunden. Man weiß nicht, man ist nicht so jung mehr. Man weiß nie, wenn man Freunde braucht. Und so, ich habe dann meine Koffer gepackt, alles nach München geschickt. Und jetzt zurzeit wohne ich in München sehr, sehr glücklich. Ihr Wunsch, so schön wie möglich zu singen, ohne die Stimme zum Selbstzweck auszustellen, nimmt sich wie eine Antwort auf ihr nicht unkompliziertes Leben aus. Unmittelbarkeit und Offenheit ihrer Interpretationen entsprechen ihrer Ehrlichkeit, mit der sie sich oft Distanz zu Mitmenschen schafft. Sie macht es sich und anderen nicht leicht. Aber das vergisst,
wer ihre expressive, wie ebenmäßige, satt strahlende Stimme mit ihrer bewegenden Überzeugungskraft hört. Canto ist für mich nur ein Wort, das heißt, man muss wunderschön singen. Und ich habe immer das versucht in meinem Leben, von Bach bis Wagner, also schön zu singen. Bel canto natürlich für das große Publikum heißt Donizetti, Rossini, Bellini. Das ist ein Weg, also ein Artform. Ich bin nicht in diese Form zu singen, weil ich kann, also ich weiß nicht, ob ich kann oder ich kann nicht. Das Einzige, das ich habe in meinem Leben gesungen, ist die Norma von Bellini, von diesen Bel Canto-Komponisten. Man kann sagen, dass Verdi Bel Canto ist, weil er war der Anfang von diesen Komponisten, der erste.
Erfolg hat Margaret Price überall. An der Mailänder Scala wie an der New Yorker Met, in Paris, Chicago, in München und mit vielen Schallplatten. Der oft einsame Mensch Margaret Price geht in der Kunst des Singens auf, von der sie unreflektiert direkt kündet, mit der Freude des sich Verströmens. Und so ist es zu verstehen, dass es heißt, ihr Singen mache einfach glücklich. Ich finde heute zur Zeit es fast unmöglich ist, dass Opernhäuser macht einen Vertrag für 5, 6 Jahre. Wie kann eine Sänger wissen, ob dieses Repertoire immer in Stimme ist oder ob man älter ist und vielleicht man fühlt nicht die Möglichkeiten zu laufen auf der Bühne als eine junge Dame mehr. Ich habe dieses Problem jetzt mit der Metropolitan, weil für 92 bin ich eingeladen, Figaros Gräfin zu singen. Der Vertrag ist zu Hause und ich habe dem gebeten, dass es bleibt zu Hause bis 6, 9 Monaten vor der Vorstellung, weil ich bin nicht sicher, ob ich kann Figaro in 92 singen. Ich werde 50 sein und ich weiß nicht, ob ich möchte Figaro singen. Ich hoffe natürlich, dass bis ich 70 bin, ich kann Mozart singen. Das ist absolut klar. Aber ich bin nicht bereit, heute einen Vertrag zu unterschreiben für 4, 5 oder 6 Jahre. Ich möchte in 92 vielleicht ein Isolde singen. Vielleicht ich möchte verrückt einmal in meinem Leben sein und eine Isolde singen. Ich kann keine Isolde und Figaro gleichzeitig singen. Das heißt dann, dass ich muss der Metropolitan fragen, ob ich darf raus von meinem Vertrag sein. Das bringt Schwierigkeiten für den, es bringt Schwierigkeiten für mich. Vielleicht sie sagt nein, dann was mache ich? Ich muss einen Krach machen. Dann sagt alle, die Preis ist schwierig oder primadonnerisch. Also, das ist mir lieber, dass ich sage jetzt und ich möchte ehrlich mit allen Leuten sein. Wenn ich sage, ich weiß nicht, bitte gib mir Zeit. Manchmal, ich fühle mich sehr alt und in diesen Momenten denke ich an, was ich werde vielleicht in 10 oder 20 Jahren machen, wenn ich kann nicht mehr singen. Das ist mein Problem im Moment, dass ich kann nicht vorstellen, dass ich kann nie singen. Ich kann einen Tag ohne Singen nicht, wirklich nicht vorstellen. Aber wenn dieser Tag kommt, dann werde ich vielleicht, ich weiß nicht, eine Hundezucht machen oder ich werde, wenn das nicht, dann werde ich sowieso sehr viele Hunde und mehr haben. Mehr als 2. Ich kann, 2 ist der Grenze für mich im Moment, wegen mein Packen, Koffer packen und sie hat ihre eigene Koffer mit
alle ihre Sachen. Ich muss alles schleppen, von einer Stadt zu der nächsten. Stofftieren, Futter, Bade, Tücher, alles. Aber wenn ich singe nicht mehr, dann werde ich vielleicht 20 oder 30 haben. Ich weiß nicht. Entweder ein Hundezucht oder vielleicht ein Ferienhaus für Hunde. Na?